Hallo und herzlich willkommen zurück zu Aquarist. Ja, wir haben gerade 3.175 Geld verdient, 100% Zufriedenheit behalten. Es kamen allerdings nur 19 Besucher dieses Mal. Ja, vielleicht, weil wir eins unserer Aquarien hier verkaufen mussten, weil hier steht ein neuer Auftrag. Doch bevor ich den mache, ich habe die ganze Zeit überlegt. Ich meine, es sieht natürlich schon so ein bisschen schmuddelig aus, ne? Hier diese Dinger, die hier stehen. Deswegen würde ich die gerne mal verkaufen. Und ich habe echt. Ah ja. Waren für Kunden. Ich habe es doch geahnt. Ich habe es doch geahnt. Ja, das ist nämlich das, was ich wissen wollte, ob ich jetzt hier Kundenwaren hinstellen kann. Die Sachen selber nehmen kann ich aber nicht, ne? Nee. Ob ich hier nochmal neue Kundenwaren hinstellen kann. Das heißt, wenn ich die Sachen verkaufe, denke ich, wird hier auch noch eins kommen. Ja. Okay, dann haben wir hier auf jeden Fall schon mal wieder eine neue Einnahmensquelle. Das wollte ich aber mit euch mal eben testen. Und wir haben hier einen neuen Auftrag. Auftrag nicht abgeschlossen. Ich kann es aber auch nicht lesen. Irgendwas mit Gläser mit einem Schwamm, um die Arbeit abzuschließen. Und klicken Sie dann auf die Bestellung an der Wand. Hä? Ja, das ist ja toll. Ach so, okay. Ich denke mal, ich soll das reinigen. Kann man oben nicht erkennen, leider, weil der Text komplett abgebrochen ist. Aber ich denke mal, ich soll das reinigen. Ich wusste auch nicht, dass da jetzt einfach so ein Aquarium plötzlich auftaucht. Aber so wie das aussieht, ich meine, ne, sind wir mal ehrlich, das muss gereinigt werden. Da muss was getan werden. Da muss eine Fachkraft ran, so wie ich beispielsweise, die jahrelange Erfahrung im Aquaristik-Genre hat. Oder die zum ersten Mal dieses Spiel hier spielt. Gut, das haben wir schon mal. Geh an die Wand, um die Belohnung zu erhalten, glaube ich. Ach so, da ist noch ein Auftrag. Zwei gingen zum Preis, was auch immer das heißen mag. Noch ein. Okay. Ja, wenn wir dafür Geld kriegen, dass wir hier die Dinger putzen, dann mache ich das doch gerne. Ich habe jetzt wohl nicht darauf geachtet, wie viel wir jetzt tatsächlich bekommen haben. Aber dann mache ich das doch gerne. Und es ist auf jeden Fall mal etwas, was ich euch gut zeigen kann, ne, weil so einen Auftrag hatten wir bisher noch nicht an der Wand hängen, so wie ich mich daran erinnere. Normalerweise kamen ja so Aufträge, glaube ich, dass wir dann Aquarien herstellen müssen und so weiter. Aber so Reinigungsaufträge, da kann ich mich jetzt so gar nicht dran erinnern. Ist aber cool. Ich weiß natürlich nicht, wie viel das ist. Wir haben jetzt 8.813. Ah ja. Okay, also wir haben jetzt 100 genau dafür bekommen. Achso, wir können den letzten auch noch mal zum Reinigen. Aber gut, ich meine, es dauert nicht lange, man braucht doch nichts dafür. Der Schwamm muss auch nicht erneuert werden, also dass man da jetzt irgendwie Geld einsetzen muss oder sowas. Gehe ich zumindest von aus, dass man den wahrscheinlich für das ganze Spiel verwenden kann. Weil wenn man so ein Ding für zu Hause kauft oder so, gut, das ist natürlich jetzt Industrie, aber wenn man jetzt so ein Ding privat kaufen würde beispielsweise, dann würden die ja auch ewig halten. Deswegen, also bei Steinen und so, das sind alles Verbrauchsgüter, das kann ich noch alles verstehen, aber das hier denke ich mir mal, werden sie nicht sonst nie machen. Ah, hier ist Ihre Belohnung für Ihre Bemühungen in Form einiger neuer Fische. Das Reinigen von Aquarien ist harte Arbeit, aber einige kleine Schwimmfreunde helfen gerne dabei. Einige Fische sind von Natur aus Algenfresser und fressen gerne die Algen, die sich in ihren, Aquarien entwickeln. Wenn Sie sie also in Ihren Aquarien haben, fressen Sie langsam alle Algen weg, die auftauchen. Und Sie können sich keine Sorgen, müssen sich keine Sorgen um Algen in Ihren Aquarien machen. Oh, ich habe es heute nicht mitten lesen. Fische, die Algen fressen, sind an den Symbolen in ihrer Statistik zu erkennen. Ja, die Welse, die kenne ich auch noch sehr gut. Der hier unten links, ich glaube, das war sogar so einer oder das war einer in einer Farbe, also nicht gepunktet. Solche hatte mein Vater damals auch in seinem Aquarium drin. Schon wieder ein neuer Auftrag. Ja, das
Wird ja langsam hier richtig gut. Ich wollte eigentlich zwischendurch das Aquarium da mal austauschen gegen so ein großes Aquarium, aber wir haben anscheinend gar keine Zeit für sowas. Auftrag noch nicht abgeschlossen. Ach so, können wir die jetzt durchgehend machen? Also können wir jetzt quasi, wenn wir hier vorne ein bisschen Platz haben, immer, also wenn wir jetzt hier die Arbeitsfläche sozusagen immer freilassen. Und da kein Aquarium reinmachen, es sei denn natürlich, wir basteln gerade an einem, was irgendwo hinkommt. Kriegen wir dann quasi immer durchgehend diese Aufträge? Das wäre natürlich cool, weil auch wenn das natürlich nervig ist und man immer das Gleiche macht, aber man kann halt durchgehend damit Geld verdienen. Und man kann das doch recht schnell nämlich erledigen. Auch wenn, wie gesagt, 100 jetzt nicht so besonders, ne? Nicht so besonders viel sind. Jetzt ist es wieder weg. Ja, also anscheinend machen wir das jetzt die ganze Zeit. Das heißt, ich würde sagen, dass ich das dann jetzt mal rauscutte und dass ich euch dann gleich hinzuhole, wenn die Kunden wiederkommen. Dass wir dann da nochmal gucken, wie viel Geld wir verdient haben und so. Ich sehe gerade. Wieso sind die nicht auch? Ach ja, weil die ja eben noch da waren, ja. Aha. Böser, böser Fehler. Das hatte ich sowieso neu gemacht. Böser Fehler, dass ich einfach davon ausgegangen bin, dass alles okay ist. Weil wir müssen natürlich jetzt nochmal gucken. Ja. Wieso sind hier. Ach so, weil die weggekauft haben, natürlich, ne? Wir müssen die Seepferdchen noch. Wieso sind die Temperaturen eigentlich niedriger? Wir müssen neue Seepferdchen kaufen und wir müssen die füttern. Ganz schnell füttern. Salzwasser ist das, ne? Salzwasser und die fressen Fleisch. Das sind die blauen. Das müssen wir ganz schnell machen. So, okay. Zumindest das ist schon mal in Ordnung. Dann, wieso bin ich jetzt da schon wieder drin? Dann kaufen wir noch ein paar Seepferdchen. Das finden die gut. Ja, und den einen, keine Ahnung. Also den sehe ich auch schon länger nicht mehr. Doch, da hinten ist er. Doch, ich habe ihn gesehen. Ha! Aber ich habe es jetzt schon länger nicht mehr geschafft, den da rauszuholen. Also zweimal bin ich gucken gegangen. Das hat wunderbar geklappt. Da ist er. Jetzt ist er natürlich mittendrin. Jetzt kann ich da überhaupt nicht reingehen. Ach, das ist doch doof, Leute, ganz ehrlich. Da komme ich nur auf das Seepferdchen drauf. Ist blöd, dass man den. Komm, ich verkaufe den jetzt so. So. Dann kann ja auch nicht unglücklich sein. So. Machen hier Nägel mit Köpfen. Weil die Leute kommen gleich und die müssen wir nochmal füttern. Das sind die roten. Ich merke mir das nie. Ich glaube, es war Pflanzenfresser von normales Wasser, ne? Ja, genau. Okay. Und das war dieses Gelbe. Wird jetzt nur schwierig, wenn ich die jetzt irgendwann mal umtausche und dann nicht mehr das drin habe, sondern was anderes. Dann könnte das kompliziert werden. Okay, gucken wir hier nochmal. Was ist mit euch schon wieder los? Zu viel Fische. Dann verkaufen wir nochmal welche. Zack. Und die haben Hunger. Ich habe mir aufgeschrieben, die sind Fleischfresser. Salzwasser und Fleischfresser ist blau. Ich habe das nämlich mal getestet. Also ich wusste es so natürlich nicht. Nein, ach komm. Warum ist der immer aufgebraucht, wenn ich hier irgendwas füttern will? Blau. Zack. Da sind doch mehr von drin. Das reicht doch nicht, wenn ich da jetzt einmal mache. Ja, komm, machen wir noch einmal. So, dann sind die auch ganz satt. Was ist mit euch, Jungs? Ihr seid, soweit ich weiß, Pflanzenfresser.
Das heißt, das müsste grün sein, ne? Genau. Machen wir da auch mal genug Futter rein. Och, die sind auch schon am Fressen, so wie es aussieht. Ja. Ist auch okay, sind auch genug Fische drin, beziehungsweise nicht zu viele. Jetzt ist das Ding hier schon wieder im Weg. So, meine Guppies, die haben auch gerne mal Hunger zwischendurch, aber im Moment sieht das alles gut aus. Außer die, da müssen wir mal was von verkaufen. Die mögen das nicht, wenn da zu viel sind. Und die haben Hunger. Mosaikfadenfisch. Das ist der hier. Der ist Pflanzenfresser und normales Wasser. Dann füttern wir den auch noch mal kurz. So, jetzt sieht er wieder besser aus. Sehr schön. Dann kann ich, bis die Kunden kommen, auch hier mal eben noch was sauber machen, würde ich sagen. Es dauert ja jetzt nicht mehr so lange. Übrigens, es steht jetzt hier oben gerade nicht drin wegen dem Auftrag, aber wir müssen insgesamt 40.000 zusammensparen. Jetzt kann man es oben rechts sehen. 40.000 zusammensparen, damit wir ein richtig, also wenn das das ist, was ich denke, ein richtig, richtig geiles Aquarium bauen können. Es gibt ein Aquarium, das habe ich, glaube ich, auch auf dem Thumbnail von dem ganzen Let's Play drauf. Es gibt ein Aquarium, da kann man dann später auch, ich glaube, Schildkröten sogar und Haifische und sowas reinmachen. Und das möchte ich unheimlich gerne haben. Und ich denke, dass das dieses Aquarium ist. Und ich bin so gespannt darauf. Deswegen tue ich hier gerade alles, um irgendwie Geld zu verdienen. Weil das einmal weg. So, dann können wir mich gleich öffnen. Da ist alles voll. Ja, weil ja, ich das unbedingt eröffnen möchte. Und dann muss ich danach natürlich gucken, wie viel muss ich sparen, damit ich da überhaupt ein Aquarium reinmachen kann. Oder beziehungsweise mit überhaupt irgendwas da reinmachen kann. Das ist halt auch noch so problematisch. Moment, ich speichere hier nochmal schnell ab. Nur für den Fall der Fälle. So. Achthundert ist natürlich nicht so viel, aber es waren immerhin 21 Besucher wieder da und 100% Zufriedenheit. Ja, dann meine übliche Runde. Dann wird hier erstmal wieder alles aufgefüllt. Das sieht so dunkel aus. Ach ja, doch, jetzt ist es dreckig. Doch, jetzt kann man es sehen. Ich denke, dass es vorher wahrscheinlich auch dreckig war. Dass es mir aber gar nicht so aufgefallen ist. Okay, und hier nochmal. Ist natürlich auch alles Geld, was dann runtergeht, ne? Ist klar. Och, hier ist schon wieder dreckig. Ich schätze, dass ich diese Fische jetzt bekommen habe, damit ich das eben nicht sauber machen muss. Aber die kann man halt auch nicht überall reinmachen. Jetzt muss ich mal eben gucken. Moment, wo habe ich die denn überhaupt drin? Ich habe die doch hier. Gut, von der Temperatur her würde es gehen. In kleinen Becken kann man sie halt nicht reinmachen. Mit einem pH-Wert müsste man ein bisschen aufpassen. Aber ansonsten, der Rest würde eigentlich in vielen Aquarien gehen. Leider nicht bei den. Achso, ich habe es ja noch drin. Bei den. Komm, ich will dich auf eins haben. So. Leider nicht bei den Süßwasserfischen. Was sehr schade ist, weil da habe ich so das Gefühl, dass da die Algensammlung schneller mal eben wieder da ist. Ich weiß nicht, warum ich jedes Mal auf das kleine links klicke, wenn ich dann immer wieder in die großen Fenster reinkomme. Aber egal. Ich will mich nicht beschweren. Ich meine, wir müssen ja so oder so alle Fenster machen. Jetzt klicke ich noch ein drittes Mal da rein. Oder ein zweites Mal. Ich weiß es nicht. Beim ersten Mal, glaube ich, habe ich tatsächlich auf eine große Wand geklickt. So, das sieht doch schon mal gut aus. Das machen wir wieder hier hinten rein.
Was ist mit dir? Du siehst eigentlich generell noch gut aus, ne? Ist auch soweit alles okay. Die brauchen auch nicht gefüttert zu werden. Die haben auch noch ein Smiley dran. Ihr müsst aber auf jeden Fall sauber gemacht werden. Ich sehe den Tisch überhaupt nicht hier. So, müsst ihr sauber gemacht werden? Jetzt habe ich es hier, jetzt sieht es nicht mehr grün aus, hä? Wollt ihr mich veräppeln? Das war doch eben total dreckig. Hm. Ach so, ich muss aber mal eben kontrollieren. Die haben zu viele Fische mittlerweile drin. Okay, dann verkaufen wir da mal was. Ja, sagen wir mal, zwei verkaufen wir. Ich weiß auch nicht, ob wir jetzt eine gewisse Anzahl... Oh, Moment. Oh, den Doktorfisch, den sollten wir nochmal nachkaufen. Das ist ein bisschen wenig. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu viel. Nee, das ist im guten Mittelmaß, okay. Also so 4, 5 kann man immer gut drin haben. So, was haben wir hier? Mal wieder unsere faulen Augenbuntbarsche. Die haben nichts zu essen. Ich habe schon wieder vergessen. Das sind die normalen Fleischfresser. Okay, Fleischfresser. Fleisch ist rot. Bekommt ihr natürlich was zu futtern. Das ist doch klar. Ist auch relativ hoch. Die Guppies sind auch noch relativ hoch. Ja, und das ist auch noch soweit alles okay. Sehr schön. Also ich zeige euch das jetzt nicht jede Runde hier, was ich hier mache. Ne? Das ist jetzt tatsächlich nur, um diese Folge nochmal was zu Ende zu bringen. Was mache ich jetzt mit euch? Mache ich jetzt ein neues großes Aquarium? Die Frage ist, naja gut, da können sich die Fische natürlich besser drin vermehren, ne? Ich lasse es jetzt erstmal. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wir nehmen uns jetzt einfach nochmal ein paar Aufträge und machen da nochmal was mit Geld. Keine Sorge, das müsst ihr euch jetzt natürlich nicht alles angucken. Dann wird die Folge einfach ein bisschen kürzer heute, weil ich würde sagen, damit das jetzt nicht so langweilig ist und ihr jetzt jedes Mal seht, wie ich jetzt die Aquarien kontrolliere und dann zwischendurch wieder die Scheiben hier sauber mache und irgendwie dann doch keine neuen Aufträge hier reinflattern. Also ich hoffe ja immer noch, dass sich vielleicht nochmal jemand meldet oder es vielleicht irgendein Goodie gibt oder so, wenn wir diese einen Fische ein bisschen mehr verbreitet haben, die uns zugesendet worden sind. Das wäre ganz cool, weil es war ja im Endeffekt auch die Aufgabe, dass wir die quasi züchten und verkaufen sollen. Vielleicht kriegt man die so auch bei sich zum Kaufen rein. Das wäre natürlich auch ganz cool. Also das würde für mich als Goodie schon reichen, ne? Dass man das dann vielleicht mal auch woanders reinsetzen kann oder wie auch immer. Theoretisch könnte ich da was züchten, aber da müsste ich halt welche da rausfischen, also da wieder rausangeln mit dem Netz. Dann könnte ich die theoretisch auch in einem anderen Aquarium züchten. Wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht, ein einzelnes Aquarium zu machen, nur für diese neue Fischart. Wenn ich so darüber nachdenke... Was ist mit euch? Moment, jetzt muss ich mal eben gucken. Ihr seid normal. Ach so, ihr seid normales Wasser, diesen Salzwasser. Ja. Hm. Mit euch kann man aber ganz gut Geld machen, ne? Ich glaube, ich verdiene da irgendwie pro Fisch 20 Dollar oder so. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Also wenn der jetzt einigermaßen ausgewachsen ist natürlich nur und ich den kleineren Fisch dann wieder nachkaufe, dann verdiene ich, meine ich, um die 20 Dollar mit dem Fisch. Weil das sind auch so Sachen, da habe ich jetzt auch mittlerweile mal nachgeguckt. Es ist natürlich auch eine Möglichkeit, dass man vielleicht ein Becken oder so macht,
mit Fischen, wo man tatsächlich viel Gewinn mit eintreiben kann. Also die man relativ günstig einkaufen kann. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das dauert, bis die einzelnen Fischarten dann tatsächlich, ja, ich sag mal, verkaufsreif gezüchtet sind, dass sie halt wirklich ausgewachsen sind. Da müsste man wirklich mal drauf achten. Wir haben jetzt fast 12.000. Das ist natürlich eigentlich nichts, ne? Eigentlich müsste ich jetzt wirklich die Tage weiterlaufen lassen und mir diesen ganzen Kram hier einfach sparen. Andererseits denke ich mir dann immer, na gut, das ist dann pro, weiß ich nicht, pro Stunde oder so, was da angezeigt wird, sind das jeweils nochmal 100 € mehr. Das sind zwar Dollar, aber egal, ihr wisst, was ich meine. Und das ist dann halt auch wieder Geld, was ich dann ja doch gut gebrauchen kann, ne, wenn es dann soweit ist. Und ich will unbedingt dieses Aquarium freischalten. Ich will es unbedingt freischalten. Also wir müssen zwischendurch noch ganz viel grinden. Wir müssen immer wieder hierhin zurückgehen. Das haben die ja im Endeffekt auch geschrieben, dass man immer wieder hier mit Geld machen soll, sage ich jetzt mal. Wir haben drüben auch etwas Geld, glaube ich, gemacht. Aber so wie ich das jetzt verstanden habe, hier kann man alles kaufen. Also hier kann man Zubehör kaufen, hier kann man Fische kaufen, hier könnte man theoretisch auch die Aquarien kaufen. Aber das kann ich anscheinend nur selber steuern. Also ich habe noch nichts mitbekommen, dass da einer tatsächlich gesagt hat, er will das Aquarium kaufen. Möchtest du das verkaufen? Ja oder nein? Weil die blieben hier immer hier stehen, obwohl drauf steht, dass sie die Aquarien verkaufen können. Und ja gut, das verstehe ich halt noch nicht so hundertprozentig, warum man das dann einstellen kann, wenn sowieso keiner eins kauft. Oder man hätte ein Duplikat davon machen können, beziehungsweise der macht das dann automatisch und man würde dann damit das Geld bekommen. Das hätte ich jetzt cool gefunden. Aber ich glaube, das ist gar nicht so. Ich glaube, die gehen tatsächlich nur hier rein, gucken sich dann die Fische an und denken, oh ja, die hätte ich auch gern bei mir im Aquarium und kaufen sich dann die Fische. Weil die Dekorationen kaufen sie ja mittlerweile nicht mehr. Das habe ich ja ausgeschaltet. Auf der einen Seite, denke ich mal, kann man damit ganz gut Geld machen. Auf der anderen Seite muss man dann jeden Tag penibel kontrollieren, wo ist die Dekoration rausgegangen, wo ist neue Dekoration reingekommen. Also wo muss ich neue reinmachen, meine ich. Und es ist nervig, bin ich ganz ehrlich, es ist wirklich nervig. Und da muss man natürlich auch bedenken, in der Zeit, wo man das dann nicht hat, die Fische, die sind dann auch nicht so glücklich da drin. Und so wie ich es verstanden habe, wenn die nicht glücklich sind, vermehren die sich wohl auch nicht richtig? Fragezeichen, da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Und ja, wir wollen natürlich die Fische glücklich machen. Wir wollen, dass das alles super ist. Dementsprechend lasse ich das dann so und verkaufe dann einfach nur die Fische. Ja, jetzt haben wir doch schon wieder fast den Arbeitstag hier rum, während ich die ganze Zeit am Reden bin. Jetzt werdet ihr wieder sagen, typisch Frau oder typisch ich, eins von beiden. Aber wenn ihr das wisst, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Also falls ihr das Spiel selber spielt und damit ein bisschen Erfahrung habt, ich habe echt schon überlegt, ob ich mir irgendwelche Statistiken vielleicht mal machen soll, was ich für einen ausgewachsenen Fisch bekomme, also von allen Sorten dann halt, dass man das einfach mal ausprobiert. Also Maximum halt eben bekomme, was ich für den kleinsten Fisch, also den gleichen Fisch dann bezahlen würde, wenn ich ihn dann nochmal neu kaufen würde. Also so, dass man so eine Gewinnspanne im Endeffekt dann errechnen kann. Wobei es mittlerweile so viele Fische ja geworden sind, dass ich nicht weiß, ob ich da dann noch hinterherkomme. Ob ich die überhaupt dann alle hier reinsetzen kann, das ist ja auch noch so eine Sache. Weil du brauchst halt den Platz. Und ich habe den, also hier drin zumindest, habe ich den Platz nicht. Und hinten, in dem anderen, wo ich den Platz habe, so wie ich das verstehe, verkaufe ich da die Fische nicht. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, ehrlich gesagt. Also ich habe so verstanden, dass man hier die Fische verkaufen kann, das ist klar. Aber hinten in diesem zweiten, was wir jetzt freigeschaltet haben, ich gucke nochmal eben, ob hier auch wirklich alles aufgefüllt ist, dass man da die Fische gar nicht verkauft, sondern dass man die nur ausstellt. Also da bin ich mir jetzt nicht so hundertprozentig sicher. Oh, 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 oh. Ich glaube, ich habe im hinteren Raum nicht geguckt, ne? Wie war das jetzt? Moment. Fleisch blau. Fleisch Salzwasser. Ja, komm.
Ihr dürft mir hier nicht verhungern. Ihr seid Seepferdchen. Seepferdchen lieben die Leute. So, was mit euch? Müsstet auch nochmal gefüttert werden, ne? Bei denen war das, glaube ich, gelb. Das, also nicht gelb, dieses Orange hier. Das habe ich mir gemerkt. Wieso ist der jetzt 1800? Hat der denn nicht 1300 vorhin? Bin mir nicht sicher. Egal, wir lassen mal die Leute rein. Und haben heute ein bisschen mehr verdient. 3.394, 100% Zufriedenheit und wieder 21 Gäste. Ja, 15.000, viel ist das nicht. Und davon muss ich dann natürlich auch wieder abrechnen, dass ich hier wieder alles auffülle. Das ist schon, naja, es geht halt dann immer wieder was runter, ne? Und wenn die Fische noch ein Bedürfnis haben oder Fische weggekauft wurden, ich die wieder nachkaufen muss, weil die sonst zu wenig sind, geht das dann auch nochmal ins Geld natürlich rein. Was soll man dazu sagen? Ja, aber ihr habt das Prinzip ja verstanden, deswegen, ich werde jetzt nicht jede Runde hier mit euch machen. Ich werde wahrscheinlich, wenn nichts Gravierendes dazwischen kommt, dann werde ich euch wiedersehen, wenn wir die 40.000 erreicht haben. Und dann werden wir uns mal den neuen Bereich angucken, den wir uns dann freischalten können. Und die vielen Sachen, für die ich kein Geld habe, um sie dann freizuschalten. Ja, ich mache mal vorsichtshalber Pause, damit nicht zu viel Zeit davon rennt. Ich sag dann einfach mal bis zum nächsten Video und bin wirklich gespannt. Vielleicht kommt noch irgendein Auftrag dazwischen, also irgendwas Besonderes oder es steht wieder eine Kiste im Raum oder was weiß ich. Dann hole ich euch natürlich nochmal hinzu. Ansonsten sehen wir uns bei knapp 40.000 Geld wieder. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.